take me home. Wir wollen E-Sport genießen, wir wollen E-Sport weiterhin als unsere Leidenschaft ansehen und als Hobby durchführen. Das ist ungestraft! Und zwar ungestraft, ganz genau. Dass wir Gamer uns nicht hinter dem Bildschirm verstecken, sondern dass wir auf die Straße gehen und dafür kämpfen, dass wir spielen dürfen. Wir müssen Gesicht zeigen, wir müssen zeigen, wer wir sind. Wir sind Gamer. Es wurde gegen uns gehetzt, es wurde Panik vor uns verbreitet. Doch wir sehen auch, welche leidenhaften Vorstellungen von Computern, Internet und Videospielen hinter diesen Positionen stehen. Und solche Vorstellungen kann man wirklich nur entwickeln, wenn man überhaupt keine Ahnung von diesem Thema hat und sich nicht auskennt. Doch wir sind Gamer, wir verstecken uns nicht. Wir wollen kein Sündenbock sein für Dinge, die in der Gesellschaft falsch laufen. Wir wollen uns zeigen, uns, die friedliebenden Gamer, uns, die digitale Generation. Wir wollen die Bombe des Generationenkonfliktes nicht länger ticken lassen. Wir wollen auf alle Menschen zugehen und in so unsere neue multimediale Welt einführen. Ladet auch Zuschauer zu euren LAN-Partys ein, dann werden sie sehen, welche tolle Sportevents wir veranstalten. Und tut all dies, damit wir schon bald sagen können, Bomb has been defused. Die Bombe wurde entschärft. Ich bin ein Counter-Strike-Spieler und ich habe noch nie einen Menschen umgebracht. Kriege ich jetzt von der Politik Respekt gezollt? Ja doch, ich muss erst hier hochsteigen und hunderte Leute erholen. Was soll das? 6 Jahre, das ist eine lange Zeit und vor 6 Jahren hat meine Mutti, die heute übrigens auch anwesend ist, vor 2 Jahren... Die Hansestadt Rostock grüßt Karlsruhe. Ich bin vor 2 Jahren hergezogen und meine Mama hat es akzeptiert und meine Mama ist hier im Urlaub und unterstützt mich ganz lieb mit dieser Aktion. Meine Mama glaub ich auch nicht, dass ich Amok laufen werde, oder? Nein, überhaupt nicht. Und ich bin der Meinung, dass das nicht von der Politik und auch nicht von Lehrern und anderen Pädagogen oder von Außenstehenden, sondern es ist ganz besonders an die Eltern ein Appell. Beschäftigt euch endlich mit euren Kindern, auch wenn sie über 5, 6 oder 7 Jahre sind. Auch mit 13 und 14.
Ideen kann man sie noch prägen. Und selbst mit 19 sehe ich, mein Sohn wird weiterhin von euch geprägt. Und das finde ich. Ich wünsche euch heute Abend dann noch eine geile Gamer-Party, oder wie das heißt. Gesagt, ich habe schon Counter-Strike gespielt und habe keinen von einer anderen Partei ermordet. Die CDU hat gesagt, du werde ich andere Auffälligkeiten, okay, mag sein. Also Leute, viel Erfolg weiter, Spaß bei eurem Hobby, wehren wir uns, machen wir gesellschaftspolitisch Dampf dafür, dass niemand ausgegrenzt wird, dass es nicht so ist, dass Minderheiten unter Druck geraten, dass sie mit Killerspielern in einen Topf geworfen werden. Dieser Primitivpopulismus bringt uns im Land überhaupt nicht weiter, schadet uns sogar. Und deswegen, wie gesagt, schönes Wochenende, danke. Can you take me home? Can you take me home?